Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Minecraft. Wir stehen hier am Abgrund, am Ende, am Schwellenwert unseres Schicksals. Wir stoßen wieder zurück in die... Alter, ist hier viel Kohle? Ich möchte sofort die Kohle hier abbauen, aber nein. Hier? Hier war's, ne? Ja, hier war's. So, oh hallo. So, wir wollten ja zurück... Genau, hier wollten wir zurück und dann in die Schlucht. Die Schlucht des Schicksals, wie ich sie gerne nenne. Einfach nur, weil es hier minentechnisch jetzt nicht mehr, leider nicht mehr großartig viel zu erklären gab. So, deswegen hoffe ich mir jetzt hier, auf welche Höhe sind wir? Wir sind auf Höhe 19, das heißt, wenn wir hier runter segeln, sind wir quasi eigentlich schon auf Diamantenhöhe. Und das wäre doch mal... Ich denke, das ist doch ein Anreiz, oder nicht? Wäre das nicht ein Anreiz? Wir machen das mal. Wir gehen jetzt hier... Wir bauen uns jetzt hier erstmal einen Weg nach unten. Wir haben hier so viel abzubauen. Guckt mal hier. Kann ich nicht. Schade. Ist aber nicht schlimm. Ich hätte vielleicht das hier lassen sollen, oder? So, habe ich denn hier noch irgendwo die Schere? Brauche ich doch jetzt erstmal gar nicht, richtig? So, dann können wir das hier doch mal machen. Dann machen wir hier so einen schönen Zugangsweg. Klopfen uns so noch ein paar Steinchen ab, die wir mit Sicherheit noch früher oder später gebrauchen können. Und dann würde ich sagen, machen wir uns hier einen kleinen Abstieg nach unten. Sofern das möglich ist. Ich weiß jetzt momentan nicht, wie es hier aussieht. Aktuell. So, je mehr Platz, desto besser. Machen wir das so. So. Dürfte normalerweise immer klappen. So, haben wir eine Schaufel. Ich glaube, die Schaufel könnten wir jetzt momentan sogar eher gebrauchen. So. Bisschen erhellen, wie immer. Und hier, oh, leider geht das nicht. Egal. Als, oh, ist gut, so ist gut. So, dann hier runter. Und dann, wo wir schon mal da sind, können wir auch direkt anfangen. Denn genau deswegen sind wir ja hier. Wir wollen uns ordentlich eindecken mit Ressourcen. So, hallo. Huch. Ach ja, das ist ein bisschen... Das hatte ich doch vorhin schon, also in der letzten Folge. Ja, ist gut, oder? Ja, doch. So, ich weiß jetzt nicht, ob... Moment mal. Oh ja, Moment. So, ich schau mal eben kurz, wie... Ja, ist okay, die Lautstärke, glaube ich. Ich bin hier momentan sowieso nicht viel am Reden. Beschränkt sich hier momentan eh erstmal mehr aufs Abbauen. Ich habe auch in den letzten Folgen gar keine Themen mehr gehabt zum Ansprechen. Weil einfach momentan alles so, ach, verdammt depressiv ist auch, finde ich, irgendwie. So, ich könnte hier dicht machen. Aber hier laufen wir Gefahr. Oh, pass auf, hier kann ich aber schön... Ja, ich denke mal, das geht. So, dass wir hier so eine Ebene haben. So, ich schaue mich hier erstmal um, ne? So wie es aussieht, sind wir bei so einer Art Dead End wieder. Och, nö. Ach, come on. Was sind denn das hier für komische Bauten, ey? Also ich meine, Schluchten super, Minen super, aber irgendwie ertragreich nicht. Wobei, stimmt ja auch nicht. Ich meine, was haben wir jetzt schon wieder ewig viel an Eisen und Schienen und Kohle? Aber gut, ist ja auch Standard irgendwie, ne? So, und Kies sowieso. Ich weiß nicht, warum wir so viel Kies brauchen. Aber wir schauen mal.
komme hier auch nirgendwo weiter. Also ich habe ja die Hoffnung gehabt, dass wir hier uns ein bisschen so in so eine Nebenhöhle... Alter! So, damit hier jetzt nicht irgendwie... Ach nein, jetzt habe ich hier wieder einen Flint eingepackt, ne? Ja. So, okay. Nehmen wir halt erstmal das Eisen. Zur Not können wir uns ja weiter runterbauen. Ich meine, es wird mit Sicherheit früher oder später irgendwo einen Höhleneingang geben oder einen Durchgang. Alter, das Lied habe ich ja schon ewig nicht mehr gehört. Also nicht bewusst. Alter, wie schön. Oh, ich liebe dieses Lied. So, jetzt werde ich erstmal ganz kurz. Denn ich habe vergessen, mir eine Schaufel zu machen. So, die können wir natürlich gebrauchen. Gut. Na gut, na denn, läuft der Timer übrigens? Jawohl, der Timer läuft auch. Hier hätten wir Eisen. Pass mal auf. Nein, nein, nein. Oh, das nervt so. Freund. Come on. So. Und dicht machen. Und dicht und dicht und dicht. Dicht? Hallo? Wie viel? So. Dann hätten wir das hier. Vielleicht sollte ich hier... Oh, guck mal. Hätten wir jetzt eine Spitzhacke aus Diamant, hätten wir uns hier tatsächlich sogar ein... Ach nee, guck mal an. Na, Hallöchen. Na, der Herr? Vielleicht sollte ich hier auch mal gucken, ob ich das hier so ähnlich wie beim Wasser dicht machen kann. Ich habe keinen Stein mehr. Freund. Freundchen. Was erzählst du mir denn hier? Ich habe keinen Stein mehr. So. Okay, Wunden. Natürlich läuft unten noch was aus. Geh mal her. Bisschen Stein. So, dann machen wir es halt so. Gar kein Problem. So, war hier oben, habe ich das richtig gesehen? Meine trüben Augen haben mich nicht im Stich gelassen. Ach nee. Ja, guck mal an hier, hä? Mein lieber Herr Gesangsverein. Komm hoch. Na, schade, du kommst nicht hoch, ne? So doof wie du aussiehst, bist du dann leider doch nicht. Schade eigentlich auch. Eigentlich sogar schade. Aber es war zu erwarten. So. So, dann schauen wir mal, ob hier außer dieser Schlucht wirklich nicht mehr... Willst du mich etwa von hier oben unten überraschen? Freund, ich stehe deutlich über dir. Hätte er Star Wars gesehen, hätte er gewusst, was ich meine und hätte mich nicht angegriffen, glaubt es mir. I have the higher ground. Ach Gottchen. Boy. Knochen Otto. So, dann muss ich jetzt mal gucken. Grabe ich mich mal hier durch, weil es ist ziemlich schwer, über Wasser zu gehen. Bin ja nicht Jesus. Wo viele, wenn sie mich hören, immer nur Augen verdrehen und sagen, boah Gott. Aber das ist irgendwie nicht dasselbe. Hallo? Ja. Nein. Ja, warte doch, ich muss dich hauen. Alter, ich haue dich, nicht du mich. So läuft das nicht. Und hopp. Alter, ich bin froh, dass es hier nicht zu übertrieben überwässert ist. Überwässert, überflutet. Ich fürchte, liebe Leute. Ach du Schande. Freundchen. Ja, abgetrieben wirst du jetzt, ja. Guck mal her. Oh, oh. Nein. Ich hab Nein gesagt. Boah, das geht gar nicht. Ah, Hilfe. So, mach mal hier ein bisschen Pause. Nein, so meinte ich das nicht. Oh. Ja,
I don't cry for you. I cry for me. Ach, ist das ein schönes Lied, ne? Wie kann ich denn hier hoch? Jetzt mal im Ernst. Ich möchte hier oben. So, ich möchte mal gucken, ob ich das hier wirklich schaffen könnte. So, wenn man sich nach unten buddeln kann, kann man sich doch mit Sicherheit auch problemlos nach oben buddeln, oder? Sehr schön. So, noch ein bisschen Eisen. Damit lasse ich mich gerne speisen, pass auf. War das nicht mehr? Nein, es tut mir leid, Alter. Okay. Oh mein Gott. Wie mache ich das, dass denn jetzt hier alles so dicht ist? Ja. Gucken, ob ich das hier dicht machen kann, aber irgendwie glaube ich nicht dran. Und hier? Irgendwie? Nö, ne? Alter, ist es so schön. Ich könnte hier... Oh. Hier gibt es Lapis und alles. Ich möchte gerne hier sein. Ja, ich weiß, es geht nicht. Pass auf. Wir machen das anders. Okay. Doch, pass auf, ganz ruhig. Wir schaffen das. Ach, Lapis. Redstone, natürlich. Lapis, halt die Klappe, ey. Jung. Jetzt geh mir mal bitte nicht so undezent auf die Nerven, ja? Dankeschön. So, okay. Wir sind hier auf jeden Fall schon auf richtige Höhe. Wir sind hier auf Höhe 11. Das heißt, theoretisch könnten wir uns hier nach links und rechts graben und irgendwo früher oder später auf Diamanten treffen. Aber ich... Ugaga! Ugaga ist übersetzt so viel wie... was machst du denn hier? Bist du denn des Wahnsinns? Du hast mich voll erschreckt. Da oben ist aber auch noch meine Mine, ne? Woher kommen wir? Ich werde da gleich nochmal zurückgehen. Oh. Ich werde da gleich nochmal zurückgehen und gucken, ob wir dann vielleicht nochmal in die andere Mine können. Weil scheinbar, wir sind von hier und da. Oh, Alter. Nee, pass auf. Wir klettern hier hoch. Ja, das ist es. Ich weiß, nach oben ist jetzt eigentlich nicht das, was wir machen wollten, um an Diamanten zu kommen. Aber wir müssen halt ein bisschen improvisieren. Außerdem sind ja Diamanten nicht das Einzige, was wir wollen. Na gut, vielleicht ist es das Einzige, was wir wollen. Aber wir wollen nicht so gierig sein. Gut, vielleicht will ich ein bisschen gierig sein. Gold, guck mal hier. Allein deswegen hat es sich so schon wieder gelohnt. Alter, was für merkwürdige... Alter, diese Höhlen sind nicht normal. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das ist nicht normal. Das ist null normal. Guckt euch das an. Das ist abnormal, ist das. Oh. Okay. Boah. Ey, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Also man kriegt hier echt viel, aber solche Höhlen habe ich noch nie gesehen. Die so auch so halt so teilweise unter Wasser sind. Also das ist ein bisschen... Das ist jetzt ein bisschen laut, oder? So, Greasy Hills. So sehr ich das Lied auch mag. Den Track. Aber ist schon ein bisschen überborden. Ach, wir haben genug Kohle, komm. So, hier, oh. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin ein bisschen... Ja, das ist eine Herausforderung, ne? Also ich bin nicht überfordert, aber ich bin herausgefordert, definitiv. Das habe ich noch nie so in dem Ausmaß gesehen. Ist das genial? Also, sorry. Ich wollte jetzt nicht einfach so sagen, ist das geil, aber es ist schon geil, ne? Und ihr so? Ich meine, gut, es ist ja halt
Ziel, Sinn und Zweck bei Minecraft, dass man halt auch überwiegend in den Minen, in den Mines halt ist, also in den Minen, ne? Falls da irgendjemand sagt, Alter, geht mal bitte wieder auf diese Welt raus hier, dann muss ich leider sagen, nö. Vor allen Dingen, das ist gut, das ist wichtig, das ist richtig und ich bin momentan irgendwie nicht kreativ genug, als dass ich jetzt irgendwas Tolles bauen könnte. Ich höre dich doch. Was wärst du direkt hier hinter? Bist du direkt hier hinter? Nö. Aber hier ist Eisen. Nehme ich. Brauchst du auch, kannst mir so lange du willst noch ins Ohr stünden. Juckt mich sowas von gar nicht. Nö, juckt mich nicht. Arr. Vor allem ist es schwierig. Aha. Nee, doch nicht. Ich dachte, ich komme jetzt hier weiter, aber nö. Vor allem, es könnte über mir sein, es könnte unter mir sein. Ich habe null Ahnung. So, wollen wir jetzt den Weg gehen? Also an dieser Stelle möchte ich euch tatsächlich gestehen, ich weiß echt null, wo es jetzt wieder rausgeht, ne? Also das ist jetzt wirklich eine reine Glückssache, wenn wir hier wieder rauskommen sollten. Vielleicht sollte ich mir wirklich einen Eimer basteln und dann das Wasser nehmen und dann hier mal zuschütten. Gibt es hier Wasser? Also, ist das hier zu laut? Nö, ne, oder? Ist das zu laut? Ich mach trotzdem ein bisschen leiser. Ist das so laut? Ich mach trotzdem leiser. Oh mein Gott, ey. Ja, wenn ich mal wieder in der Höhle bin. Ja, ja, ja. Das Ding ist, wenn das nur hier wäre, ne, dann könnte ich ja sagen, pass mal auf, ich mache hier dicht. Aber das ist ja nicht der Fall. Das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Hier, seht ihr? Ich könnte jetzt sagen, ich mache hier zu und hier zu. Das juckt gar nicht. So. Jetzt ebbt das ab bis hier. Ui. Pass mal auf. Was wollte ich machen? Eimer, ne? Ich muss aufpassen. Erstmal habe ich dann wieder so was in meinem Inventar, was nervt. Das war jetzt sehr schlau. Hui. Ah, haha. So, Lava. Ich bin bereit. Mein Freund. Oh, La 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 la. Oh, das hätte ich bedenken müssen, dass es dann ziemlich dunkel wird hier auch gleichzeitig. Und dass ich nicht mehr vom Wasser aufgefangen werde. Ja, genau, das wusste ich. Ist das da der Himmel? Geht's da raus? Alter, was ist das hier für Mega-Höhle? Für eine Mega-Höhle? Das ist schon fast pervers, ne? So, Höhe. Ich bin auf Höhe 11. Das heißt, ich bin voll auf Diamantenhöhle. Aber voll. Aber irgendwie kriege ich voll keine Diamanten in dieser Höhle. Und auch kein Lapis. Und Redstone auch nicht. Och Mann. So. So, hier ein bisschen Licht, da ein bisschen Licht. Ach nee, ja. Hallo, gehst du mal weg hier? Aha. So, hier könnten wir dicht machen. So ein bisschen. Upp. Okay. Hier können wir wieder nicht dicht machen, weil ich einfach zu dumm bin. Ich schaff das noch. Habt Geduld mit mir. Ich krieg das hin. Und zack, weg. Alter.
Boah. Ja, genau. So, jetzt aber, oder? Aha. Wunder. Ach, noch mehr. Ach, nö. Und da oben ist eine Höhle. Oh, pass auf. So. Ja. Ich höre dich schon. Hallo. Ich habe schon wieder keine Fackeln. Ist das denn wahr? Die ist Redstone. Redstone will ich definitiv haben, aber ich brauche jetzt erstmal ein paar Fackeln. Na, 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 na. Ja, juckt mich nicht, was du zu sagen hast hier. Ach nee. Guck mal an, hier sind sie. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Tja, da hat der Creeper mehr euch gescheit als mir, ne? Ist O. Tja, nehme ich. Ich höre euch. Ach nee. Ja, komm her, du Zwerg. So. Ah, okay. Gut. Um es sicher zu machen. Weil wir alle kennen mein Geschick. Ach, ist ein Knochenotto, ne? Aufpassen. Oh, mein Gott. Okay, das ist sehr viel, was ich hier zu erkunden habe. Oh. Ah, danke. Alter, das sind zu viele Höhlen. Ich komme nicht klar auf diese Höhlen. Ach, das hört doch nicht auf, ne? Kollege, jetzt hör doch mal auf, mich andauernd zu hauen hier. Findest du das denn in Ordnung? Ich meine, ja, sonst würdest du es ja nicht machen, aber jetzt mal so als Mensch, der du nicht bist. Und ich sehe gerade, ich habe hier ein bisschen überzogen, ne? Ups, okay, ich mache sofort Schluss. Ich will nur gucken, ob ich jetzt hier sicher. Ich bin hier immer noch nicht sicher. Aber doch sicherer als sonst irgendwo. Skabadusch. Hier Licht. Gut, liebe Leute, ich bin hier erstmal raus. Oh mein Gott, das ist so wahnsinnig hier. Ja, wir werden sehen, ob wir in der nächsten Folge vielleicht ein bisschen mehr, ja, ertragreicher hier rauskommen oder auch nicht. Wir werden es sehen. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Tschüss.